Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Driver 3. Gut, ich hab's mal rausgefunden, mit Enter kann ich jetzt den, Kran runterlassen. Okay. Ich brauche den blauen Container. Das heißt, wir müssen eine Runde puzzeln. Gut, ich meine, der wurde ja auch angezeigt, der blaue. Das heißt, du kommst nochmal runter. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge, weil ich hatte am Anfang bei den Einstellungen irgendwas, glaube ich, bei der Kranschaltung gelesen. Ich hatte im Kopf, dass da Knöpfe gefehlt haben oder nicht belegt waren komplett. Ich glaube, links und rechts ist ein Gamepad nicht belegt. Da muss ich ja noch die Tastatur für nehmen. Andererseits kann er komplett die Tastatur nehmen. Das passt ja. Gut, das heißt, wir packen dich da mal rüber. Auf den anderen Container. Gut, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Jetzt kann ich es auch... Und wie es zu tun ist. Jetzt kann ich es auch ausführen. In Ordnung. Ich denke, die Kollegen werde ich dann gleich noch umhauen. Dass sie mir nicht noch in die Quere kommen. Oder mir den Wagen kaputt schießen. Sehr schön. Alles klar. So, steigt auch mehr oder weniger automatisch wieder aus. Wie viel seid ihr denn? Eins, zwei, viele. So, ich habe den One-Hit-Kill wieder mal ausgemacht. Mal gucken, wann ich ihn wieder brauche. Aber jetzt fürs Erste geht es ja auch mal so. Ah, hier scheint schon wieder alle despawned zu sein. Kann man hier vielleicht den Alarm abstellen? Ne. Da ist einfach zu. Okay, gut, dann holen wir uns das Leben nochmal gerade mit. Aber gut zu wissen, Fallschaden wird trotzdem angerechnet. Dann lass es mal kurz aufladen. Zack. Jetzt. Okay. Hier wieder ein Tick zu genau für meinen Geschmack. Lass mich kurz überlegen, wie sinnvoll ist es hier rausfahren? Okay, es funktioniert. Gut. Ah. Wir werden dann auch schon direkt rausgesetzt. Cool. Ah, ich dachte, die wären mittlerweile zerstörbar.
ist dann wohl nicht der Fall. Gut, lass uns mal schauen. Wir fahren einfach die Straße hier entlang, mehr oder weniger, ja. Und bleiben dann auf der Autobahn. Ah. Oh, guck mal, eine Straßensperre. Sorry, ich muss da mal durch. Und sorry, ich würde echt gerne diese Laternendinger umfahren. Ah, der hat mir schon einen Reifen kaputt geschossen. Ja, tatsächlich. Gut, aber ich schätze mal, wir dürften dann hier einen Checkpoint haben, falls das jetzt nicht mehr hinhauen sollte. Lässt sich echt nicht gut fahren, der Wagen. Wir fahren gerade durch die engen Straßen hier. Immerhin haben wir kein Zeitlimit. Noch nicht. Oh, guck mal, Nvidia-Werbung. So, versuchen wir das nochmal. Gut, dass ich kein Truckfahrer bin. Natürlich, ich habe mir den extrem kurvigen Weg jetzt rausgesucht. Na, toll. Aber kriegen wir hin. Einfach hier ins Wasser und dann von da aus weiterfahren. Ja, das war ziemlich der dümmste Weg, den ich nehmen kann. Sehr schön. Die können dann mal weg. Die Karte sagt... Wir fahren noch einmal da rum und dann haben wir es aber schon fast. Okay, gut. Das ist doch einigermaßen beruhigend. Da mal aus dem Weg, bitte. Viel zu viel Kurven und viel zu viel Laternen. Ich habe jetzt alle Reifen kaputt geschossen. Schreibt mir fast zu. Ja, aber wie gesagt, solange das Ding noch irgendwie fährt, fährt es gefühlt besser als vorher. Zwar langsamer, aber es bricht nicht mehr so extrem aus. Ich muss nochmal weg. Entschuldigung. Beziehungsweise durch in dem Falle. Gut, noch ein oder zwei Straßensperren. Ich denke, dann haben wir's. Könnt ihr da runterspringen? Ja, wie kommen wir da eigentlich runter? Ah, darüber. Also einmal hier rum. Und dann können wir hier runterfahren. Cool. Das wird ziemlich gefriemel wieder. So, sehr schön. Ich hoffe, ich muss ihn nicht noch abladen jetzt. Endlich. Sehr schön. Puh. Wer war das? Hab sein Gesicht nicht gesehen. Sie nennen ihn Batman.
Ein Typ namens Carnot wurde hier mal als Polizeispitzel verdächtigt. Der Bergmann gab ihm eine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Er hat ein Messer genommen und Carnot den Finger abgeschnitten. Der Typ hat ihn bloß angeguckt, das Messer gepackt und selber noch einen Finger amputiert. Und war Carnot ein Spitzel? Ich habe die Anweisung. Bald geht's los. Noch zwei Autos, dann haben wir die 40, die wir brauchen. Eins hol ich, eins der Fahrer. Er muss noch die Munition von Sigo holen. Weißt du, was das ist? Das ist ein ganz normaler Peilsender. Das weiß ich. Was macht er hier? Eine hiesige Gang plant, ein Auto abzuholen. Eins, das wir auch wollen. Sie benutzen einen Truck für die Aktion und sie kennen den Fahrer nicht. Hol dir den Wagen, egal wie, und bring ihn zu unserem Treffpunkt. Okay. Ja, der hat mich jetzt mal schön abgeschnitten hier. Timo, du fährst rechts. Du fährst links. Na gut, noch ist es ja zum Glück nicht gescheitert. Dann fahren wir halt hier runter. Ja, es ist viel zu kurvig, ist okay. Jetzt ist es gleich gescheitert, bestimmt. Gut, interessant. Na gut, es hieß ja Folge dem Wagen. Und ich schalte den Fahrer aus. Dann bin ich mal gespannt, wo der uns hinbringt. So, wir sind auch wieder sehr, sehr unauffällig, muss ich zugeben. Wahrscheinlich müssen wir die Crew dann ausschalten. Je nachdem, wo das jetzt hingeht. Aber ich denke, das sollte mal sein. Ach, du fährst hier auch schon Straßenschilder um. Wie dreist. Und Autos. Hm? Ah, hier wahrscheinlich. Ihr lebt also noch? Okay. Dann halt so. Ups.
Gut, dann wird das wohl der Wagen sein. Ist da oben noch jemand? Ja. Tatsächlich. Okay, und das Ding hier können wir dann wahrscheinlich runter. So, Abflug. Ah ja, hier haben wir auch eine bestimmte Schwelle. Was den Kaputtheitsgrad angeht. Aber so weit ist es ja gar nicht. Kann ich hier tatsächlich hochfahren? Kann ich sogar. Sehr praktisch, aber das ist ja, glaube ich, gut umgangen. So, und unbeschädigt abgeliefert. Sehr schön. Fabienne, on a perdu la caisse. On aurait dû la tuer quand on a eu l'occasion. Non, c'était le conducteur. Ils mettent leur nez dans nos affaires. Jamais mon père n'aurait laissé faire ça. Demain matin, à 11h, Zigo doit vendre des armes aux Américains. Mais il ne sera pas là demain. Zeit, Zigo einen Besuch abzustatten. Fahr zum Einkaufszentrum. Wir holen die Waffen. Okay. Oh, ich muss hier tatsächlich raus. Ordnung. Dann einmal zum Einkaufszentrum, bitte. Okay. Geh hinten den Wagen holen. Er ist vollgestopft mit Sprengstoff. Ich gehe Sego bezahlen. Okay. Ich schätze mal zu Fuß, ne? Ah, hier ist offen. Hi. Da ist der Pickup. Gut, einmal danke für die Waffen und dann fahren wir einfach hier raus, schätze ich mal, weil der Rest ja mehr oder weniger versperrt ist. Okay. Oh, gar nicht mehr so viel Muni sehe ich gerade. Gut, und das können wir dann auch in der nächsten Folge machen, wie ich das mal sehe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.